Umlaufbahnen verstehen. Zur Beobachtung der Erde aus dem All müssen wir Satelliten mit Sensoren in eine Umlaufbahn bringen. Das Wissen über die verschiedenen Umlaufbahnen ermöglicht es, die richtige Umlaufbahn für unseren Sensor zu wählen. Das Verständnis für die Umlaufbahn wurde im 16. Jahrhundert durch die Wissenschaftler wie Kopernikus, Galileo und Kepler gelegt. Eine Keplersche Umlaufbahn definiert sich über 6 Informationen. Die wichtigsten davon sind Höhe und Entfernung vom Erdmittelpunkt, denn sie bestimmen die Umlaufperiode. Dann die Neigung. Die von 0 Grad am Äquator bis 90 Grad an den Polen reicht. Nach Art der Messung, die ein satellitengestützter Sensor durchführen soll, können wir zwischen 4 Arten von Umlaufbahnen wählen. Geostationäre Umlaufbahnen GEO sind für Kommunikation und Wetteranalyse mit häufigen Updates. Hochelliptische Umlaufbahnen HEO sind für Kommunikation in hohen Breitengraden und für Spionagesatelliten. Mittlere Umlaufbahnen MEO sind für Satellitennavigationssysteme wie GPS oder Galileo. Niedrige Umlaufbahnen LEO sind für Kommunikation und Erdbeobachtung. Die Satelliten in der Umlaufbahn ermöglichen nicht nur die Erdbeobachtung aus dem All, sondern bieten auch die Möglichkeit, die Instrumente im Weltall außerhalb der Atmosphäre und ohne Schwerkraft zu testen. Aus diesem Grund wurden bewohnbare Satelliten wie die internationale Raumstation ISS entwickelt. Ein riesiges Labor für Weltraumforschung und Mikrogravitation, in dem die Crew eine breite Palette von Experimenten in Biologie, Humanbiologie, Physik, Astronomie, Meteorologie und anderen Disziplinen durchführt. Die ISS ist nach dem Mond der zweitgrößte Körper in einer Erdumlaufbahn, oft sogar mit bloßem Auge zu sehen. Die ISS ist in niedriger Umlaufbahn und starker atmosphärischer Reibung ausgesetzt. Darum müssen Höhe und Neigung der Bahn oft korrigiert werden.